herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige dir jetzt, wie man Alphabet bzw. ABC-Kategorien, Tabellen erstellen kann. Im Video habe ich dir schon gezeigt, was das ist. Ich habe das Video verlinkt in der Videobeschreibung. Ich habe hier im Prinzip eine Art ABC, eine Alphabetliste. In dieser Tabelle A, B, C bis Z herunter. Habe dann hier in den Spalten dann Infos gespeichert, die dann besonders gut zu dem Thema passen. Hier zum Beispiel Geschichte der Habsburger. Ein geschichtliches Thema, da habe ich mir gedacht, da könnten vier Spalten gut passen, vier Bereiche könnten da gut passen, vier Kategorien passen hier gut. Namen, Personen, Gruppen, da reichen die ersten Spalte ein. Du kennst es vielleicht noch von Stadt, Land, Fluss, das ist auch ähnlich. Dann habe ich hier geografische Bezeichnungen, die früher und heute gegolten haben. Ereignisse, Zeitpunkte, gegenständliche Quellen, also was gab es da für Quellen damals. Und die kann man dann hier eintragen. Das machen wir jetzt. Als erstes gehe ich hierher und trage mir hier oder wähle mir die Möglichkeit, dass ich hier Formatierungszeichen eingeblendet bekomme. So schaut es bei dir normalerweise aus, wahrscheinlich im Word. Wenn ich hier draufklicke, zum umgedrehten P, wenn ich hier dann Enter mache oder hier mit der Leertaste drücke, sehe ich hier solche Zeichen, dann sehe ich, was dann passiert ist. Das machen quasi die Profis, dass sie sich das anzeigen lassen. Ja? Gut, ich möchte jetzt hier viel Platz haben auf meinem Blatt, deswegen gehe ich auf Layout. Gehe hier auf Ausrichtung zuerst, ich möchte hier Querformat nehmen, ja, und möchte auch die Seitenränder möglichst. Gehe auf Seitenränder, benutzerdefinierte Seitenränder, dann geht dieses Fenster auf und reicht dann 1 cm ein. Ich habe jetzt hier 1 cm eingetragen, klicke auf OK, das ist der Cursor wandert hier schon noch links oben und gebe mir, trage hier dann gleich die Überschrift ein. Ich habe jetzt hier die Überschrift eingetippt und wenn ich hier dann natürlich eine Farbe verwenden möchte für meinen Text, dann kann ich entweder rechte Maustaste und hier zum Beispiel etwas aussuchen oder ich gehe hier in diesen Ribbon herein auf Start und wähle mir dann zu einem bereits markierten Text dann hier eine Textfarbe. Ich kann da verschiedene Textfarben verwenden. Jetzt geht es an die Tabelle. Meine Tabelle soll ja 27 Zeilen beinhalten, 26 Buchstaben habe ich ja und dann die Spaltenüberschriften und 5 Spalten möchte ich haben. Ich gehe jetzt auf Einfügen. Wichtig ist, dass ich vor den Cursor an die richtige Stelle gesetzt habe, weil da kommt dann auch die Tabelle hin. Gehe auf Tabelle, wenn ich hier eingehe, zeigt er mir nur die Möglichkeit an, dass ich 8 Zeilen möchte. Ich will auf Tabelle einfügen, dass ich mehr verwenden kann. Ich möchte wirklich 5 Spalten, deswegen behalte ich dann diese Voreinstellung. Wähle mir jetzt 27 aus, habe dann hier eine schöne Tabelle auf meinem quer ausgerichteten Blatt und trage jetzt hier dann einmal die Überschriften für die Spalten ein. Ich habe jetzt hier die Überschriften eingetragen für meine Spalten und auf der linken Seite trage ich jetzt dann meine Buchstaben ein, A bis Z. Ich habe jetzt hier die Buchstaben eingetragen und da ich natürlich nicht so viel Platz für diese Buchstaben benötige, fahre ich mit der Maus hierher und du siehst, es verändert sich hier gleich der Mauszeiger und es gibt Pfeil nach links und rechts und jetzt drücke ich die erste linke Maustaste, lasse sie gedrückt und verschiebe dann hier diese Spalte nach links, dass gerade noch so viel Platz bleibt, dass ich hier die Buchstaben erkennen kann. Und jetzt schaue ich, dass ich hier diese Spaltenbreiten gut einrichte. Dazu gehe ich jetzt herauf mit der Maus. Und dann, wenn ich hierher fahre, ich habe noch nichts gedrückt, dann sieht es den Pfeil, der nach links, der nach unten verläuft. Drücke jetzt mit der linken Maustaste drauf, lasse die linke Maustaste gedrückt, fahre nach rechts und markiere damit die gesamte Tabelle, nicht die gesamte eigentlich, sondern der linke Bereich wieder nicht wird ausgewählt. Dann rechte Maustaste, dann habe ich hier die Möglichkeit, Spalten gleichmäßig verteilen mir auszusuchen. Klicke ich drauf und die Breite der vorher von mir markierten Spalten wird wirklich gleichmäßig ausgerichtet. Wenn mir das dann immer noch nicht gefällt, könnte ich hier wieder hergehen, bis sich der Mauszeiger verändert und könnte dann, wenn der Mauszeiger nach links und rechts zeigt, könnte bei gedrückter linker Maustaste hier immer noch nachjustieren. Ja, das war die ABC-Kategorientabelle.